Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Dulgay, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wollen wir heute nicht anzocken. Anzocken ist mit bei, aber wir wollen Platin machen. Ich habe mir so einen Text geschrieben, den werdet ihr auch unten in der Videobeschreibung finden, damit ihr das nachvollziehen könnt und nochmal genau nachlesen könnt. Ich werde das Video nicht schneiden, ich werde alles so lassen, damit ihr seht, wie lange man dafür Platin braucht. Sollen so angeblich laut Trophy-Forum und so um die 20 Minuten sein. Also dafür haben die Mehrheit, hat die Stimme für 20 Minuten. Und dann werden wir mal anfangen. Ich hoffe, ich habe das doch. Kann ich mich dann gleich mal überprüfen, ob ich das mir richtig alles aufgeschrieben habe. Also ich habe mir da extra für euch so eine Liste erstellt, damit das leicht nachzuvollziehen ist. Ich muss gerade mal hier was leiser machen, das ist mir ein bisschen zu laut. So, ich hoffe, hat der klappt. So, und jetzt brauchen wir einfach nur, also einmal Dreieck und dann halt immer wieder R1 drücken zum Vorskippen. So, hier kommt die erste Frage, hier warten wir jetzt so um die 30 Sekunden. Bis da halt noch eine dritte Antwort erscheint. Diese nehmen wir dann. Da kriegen wir die erste Trophäe. Und dann können wir weiter drücken. Immer noch so laut. Warte mal, ich muss mal hier nochmal hinswipen. Auf einem anderen Bildschirm und. Beugt denen ja die Ohren weg, ey. Seit dem letzten Update spinnt das hier ein bisschen. So, hier warten wir jetzt wieder 30 Sekunden, bis wieder der Sohn was anderes sagt. Ist auch alles nur in Englisch, also ist halt wieder ein Buchspiel, wie ich mal sagen, also wo man einfach liest und durch Fragen antworten halt. So, hier warten wir wieder 30 Sekunden. Dann müssten wir jetzt noch dreimal oder viermal machen. Und danach wird es ein bisschen. Ja, komplizierter. Und ihr müsst dann halt immer R1 drücken. So, und jetzt wieder warten.
Genau, hier jetzt 3 gedrückt halten, damit das halt schneller vorangeht. Und hier wieder R1. Boah, ist aber wieder so laut, ey. Also Audioeinstellungen bei dem Spiel sind echt nicht so toll. So, hier warten wir jetzt wieder 30 Sekunden, bis der Sohn wieder was sagt. Ich habe auch versucht, die Liste wirklich Stichpunkt für Stichpunkt zu machen, dass es wirklich übersichtlich ist. Über ein Feedback würde ich mich da natürlich sehr freuen. So, ich kann mal 3 gedrückt halten, nochmal 3 gedrückt halten. So, und vorwärts drücken. So, hier warten wir jetzt wieder ab. Das ist halt ein bisschen nervig mit dem Warten. Das wird dann aber später nicht mehr so oft vorkommen. Ein oder zwei Mal später. Ich guck mal gerade ein, zweimal, zweimal oder so. Jetzt können wir hier wieder mit R1 weitermachen. So, jetzt hier wieder warten. Ich zähle mal nochmal. Zweimal später denn noch, aber da müssen wir vorher noch was anderes machen. Na, jetzt hier wieder warten. Dieser Bildschirm ist wichtig, den ihr jetzt seht. Mach noch was leiser, ey. So. Den müsst ihr euch merken. Das ist der weiße Bildschirm. Von dem schreibe ich auch in dem weißen Bildschirm mit viel Bilder, habe ich geschrieben. So. Jetzt gehen wir hier einfach weiter. Wir haben mit R1. Und alle 7 Punkte brauchen wir. Also wir müssen alle 7 Punkte nehmen. Also fangt am besten oben an. Ich habe mir da extra hier in die Textdatei, schreibe ich mir davor jetzt hier immer ein X. Das mache ich dann nachher natürlich weg, dass ich weiß, was ich habe. So. Wir nehmen erstmal so einen Priest. Das gibt nämlich für jedes eine Trophäe. Und müssen wir da. Und dann müssen wir mal Yes drücken. Ich muss mal gerade gucken. Da kommt dann später. Habe ich hier gar nicht reingeschrieben, oder? Doch, da Yes. So. Jetzt Main Menü. Jetzt gehen wir auf Continue. Jetzt können wir hier wieder überspringen. So, wir kommen wieder zu den weißen Bildern. Und das müsst ihr jetzt hier 7 Mal machen. So, als nächstes das. Bis zur Trophäe. Yes. Dann Start drücken. Main-Menü. Continue.
zweimal Dreieck gedrückt halten. Weitermachen, weißer Bildschirm. Die Geräusche sind gerade echt nervig hier. So, und dann nehmen wir Corner. Main-Menü. Ach, ich muss mir noch ein X hin machen. Habe ich vergessen. X. Continue. Oh, ich stelle mir jetzt noch niedrig ein, das geht mir um den Sack. Die Corner habe ich doch gerade genommen, oder? Das war jetzt mein Fehler, deswegen sage ich euch, passt auf, nicht, dass er dann auch doppelt macht. Also Hacker müssen wir jetzt nehmen. Yes. Main Menü. Continue. Und jetzt das nächste. Schon die nächste Trophäe, Main Menü, Continue. Dann noch zwei. Ach Quatsch, nicht Y und X. Main Menü, Continue. Jetzt haben wir nur noch eins. So, da gibt es die nächste Trophäe. Mal gucken, was haben wir denn dann? So, dann können wir jetzt ins Hauptmenü wieder. Diesmal ein neues Spiel starten. So. Und jetzt müssen wir immer Mother Lampleiter nehmen, bis wir zu diesem Bildschirm mit den weißen Bildern kommen. Also nichts anderes nehmen, immer nur Lampleiter.
schon beim Bildschirm mit dem weißen. So, dann hier jetzt auch wieder Lampleiter. Yes. Und die gibt eine Trophäe. Dann wieder Hauptmenü. Continue. Jetzt hier wieder die. Und dort müssen wir jetzt aber mal gucken, wo wir waren. Blätter. Genau hier. Da müssen wir jetzt nicht Lampleiter auswählen. Da müssen wir jetzt Tellyman wählen. Und yes. Gibt eine Trophäe. Main Menü. Continue. So, jetzt wieder bis zu den weißen Bildschirmen. Da müssen wir jetzt Lampleiter und dann No. Lampleiter. No. Und hier müssen wir jetzt warten. Mit dem Sohn, ja, genau. Jetzt kommt wieder mit dem Sohn und dann müssen wir noch mal Lampleiter nehmen. So, da haben wir es. Und dann Lampleiter. Gibt die nächste Trophäe. Dann sagen wir wieder ins Hauptmenü. Continue. Bildschirm. Ich werde das mal markieren, dass ich diese Blätter. So, wir machen jetzt einfach weiter und jetzt nehmen wir jetzt diese Tellyman, dann No. Dann müssen wir wieder warten, dass der Sohn was sagt. So, Tellyman. No. So, und jetzt hier müssen wir wieder warten. Tellyman, no. Dritte Antwort, bla bla bla. Genau, dann kommt wieder der Sohn und dann müssen wir nochmal Tellyman nehmen. Sohn. Und dann Tellyman. Das gibt jetzt nochmal eine Trophäe. Und noch eine. Jetzt später da und dann so, dann wieder Main Menü, Continue. Und wir haben es gleich geschafft. So, dann müssen wir jetzt Lampleiter und No wählen. Da sehe ich aber gerade, da habe ich das No nicht in Anführungsstriche gesetzt. Das muss ich dann nochmal korrigieren. Weil ich habe alles das, was ihr denn anklicken müsst, No, Yes und so, Lampleiter und so, das habe ich alles in Anführungsstriche gesetzt, damit es halt in der Übersicht besser ist. So, und da nehmen wir jetzt Lampleiter. Als nächstes nehmen wir No. Dann Lampleiter. Und dann nehmen wir Mother's Ray. So. Da gibt es schon wieder eine Trophäe. Und jetzt noch einmal Lampleiter. Oder? Lampleiter? Ja.
Und dann No. Was bin ich denn jetzt? Ich glaube, ich habe mich jetzt hier verspielt irgendwie. Das ist jetzt, warte mal, wir müssen noch mal mein Menü. Continue. Ich weiß jetzt nicht, wo ich da gerade, habe ich eins übersprungen. So, wir müssen Lampleiter, no. So, Lampleiter, no. Dann wieder Lampleiter. Dann Mother Array. Und dann Lampleiter und dann No. Lampleiter, No. Und dann solltet eigentlich jetzt hier Platin gehen. Irgendwo habe ich hier einen Dreher drin. So, ich weiß, woran es gelegen hat. Ich habe einen Fehler gemacht. So, hier ist ganz richtig, was ich gemacht habe. Mother und dann Lampleiter. Dann hier auf No. So, dann wieder Lampleiter. Dann okay. Und jetzt habe ich hier noch dazu geschrieben, bei jedem Mal, bei jeder Frage habe ich dazu geschrieben, weil das habe ich mir falsch aufgeschrieben. Da hatte ich nur immer geschrieben. Ich habe es jetzt noch ein bisschen genauer gemacht, da bin ich selbst auch ein bisschen durcheinander gewesen. Wir nehmen jedes Mal jetzt Lampleiter. Jedes Mal, wenn Lampleiter kommt, nehmen wir Lampleiter und wählen No. Ihr könnt da auch immer überspringen. Das ist Lampleiter, No, Lampleiter, No, Lampleiter, No, Lampleiter, No, Lampleiter, No, Lampleiter, No. Und da ist es schon. Und da ist die Platin. Aber können wir jetzt hier unendlich fortsetzen? So. Wir können aber jetzt schließen. Und haben jetzt 16 von 16 Trophäen. Und somit halt auch die Platin, weil es sind 15 Trophäen, die 16. ist halt die Platin-Trophäe. Wir haben jetzt um die 20 Minuten gebraucht. Wir sind alle Trophäen da, Platin ist auch da. Ich hoffe, ihr konntet euch damit ein bisschen helfen. Wie gesagt, die genaue Anleitung, wie ich sie jetzt hier auch nachgegangen bin, habe ich geschrieben. Also habe mir einen Stichpunkt aufgeschrieben, findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ein bisschen Feedback über meine Stichpunkte wären nicht schlecht. Ob ihr das so einfach fandet oder ob es zu kompliziert ist oder für Verbesserungen bin ich immer dankbar. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.